Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Part, dem 72. von Fire Emblem. Ja, ihr sitzt rechts oben, wir haben noch gute 9 bis 10 Züge Zeit, diesen Thron hier zu beschützen, vor dieser lustigen Macht, die hier kommt, vor allen Dingen hier durch die Mitte, wartet doch da einiges. Und wir haben noch zusätzlich noch ein paar Aufgaben zu erledigen daneben, und zwar gibt es hier nämlich noch ein paar Truhen, die wir nämlich auch unbedingt haben wollen. Gut, ich meine, da gibt es jetzt nicht mehr so die tollsten Sachen, aber kann dir nicht schaden. So, Kenneth steht kurz vor einem Level Up, deshalb würde ich mal sagen, soll er den hier mal umnieten. Mit Nosferatu? Oder reicht er auch Flux schon? Ja, ja komm, wir nehmen Nosferatu. Da hauen wir den in einem Zug. Machen wir den in einem Zug weg. Kann ich so schnell gar nicht sehen, wie ihm geschieht. Level Up. Und Level 11. Boah. Mehr als 40 KP. Nicht schlecht. Ja, Sane geht's mal wieder ganz schön grottenschlecht, wenn ich das mal so sagen kann. Deshalb soll er mal hier ein bisschen mithelfen. Du nimmst mal deine Stahllanze und haust den hier weg. Ja, Sane ist zwar leider ein bisschen vergiftet, aber das würde ihn davon nicht abhalten, hier auch mitzuhelfen, aufzuräumen. So, dann kommt natürlich unser dicker General hier hin mit seiner Meisterlanze. Und Lynn kommt entlang mit ihrem Meisterbogen. Ja gut, Dart, du kannst natürlich auch mitkommen. Fyder kommt im Hintergrund. Genauso wie Legold. Der hat nämlich die Aufgabe, hier gleich die Truhen hier zu holen. Ja, und hier müssen wir auch noch ein bisschen was machen. So, Stahlschwert. Weg mit dem Schamanen. Und das wird ein Level-Up für Florina sein, die jetzt auch schon Level 16 ist. Ist das krass. Ist das ganz schön krass hier. Ja gut, also es gibt wahrscheinlich bessere Level-Ups, aber naja gut, kann ich mitleben. So, dann greifst du mal mit dem Silberbogen den hier an und haust den weg. Und dann auch noch ein Critical Hit. Ziehst 75 ab. Nice, Rebecca. Alter Schwede. Elliewood, du natürlich auch unbedingt. Unbedingt. Weil du hast natürlich dringend notwendig zu trainieren. So spät, wie du es dich weiterentwickelt hast. War ja erst das letzte Kapitel sozusagen. So, dann könnte Erk ja auch mal was machen. Könnte mal mit Donner den hier weghauen. Der macht ja eh keinen Schaden. Gut, wenn er natürlich trifft, dann werde ich wieder vergiftet. Aber naja, weicht sowieso aus. Und rächt sich mit einem Critical Hit. Hättest du nicht zuerst machen können, Erk? Naja, musst du ja wissen. Ja, also, was auch immer Nergal bezweckt mit seinen ganzen Einheiten, das bringt ihm nichts. Matthew Critten. Geht doch. Wusch, und dann natürlich auch ein One-Hit-Knockout. Das ist nämlich, wenn das nämlich so dunkel wird, der Hintergrund, der Background, dann ist es nämlich ein Zeichen für, dass das ein One-Hit-Knockout ist. Ja, habe ich euch nämlich nicht gesagt. So, und du nimmst mal deinen Wurfbeil und machst den hier weg. Und Critical. Trocken rumgeschleudert das Wurfbeil. Ja, also, was soll ich dazu sagen? Die können doch alle gar nichts. So, Merlinus folgt auch wieder unauffällig. Und ich würde sagen, das darf Dorcas machen. Tschüss. Das läuft echt sowas von genial, wenn ich das so sagen darf. Ja, was machen wir hier? Na, ich würde sagen, ich bringe dies noch nicht so in die Bedrohung. Ich würde sagen, die lassen wir erstmal. Naja, wobei der Bogenschütze ist fies. Ich würde sagen, die stellen wir hier hin. Purgativ. Ah, nee, das bringt auch nichts. Ja, ich würde sagen, lass mir die kommen. Lass mir die kommen. Das ist was Feines für Erk. Nimmt er seine Stahlklinge. Kann er da aufräumen. Ja, super Dart. Da will ich dir einmal was Gutes machen, damit du auch mal was zeigen kannst. Und dann, ja, sehr schön. Ja, die mit ihren blöden Giftbögen, die regen schon auf, wenn ich das so sagen darf. Naja. Naja, was soll's, kann man nichts machen. Ja, der ist auch tot. Also, wer weiß, vielleicht wird es am Ende so sein, dass keiner von denen überlebt, aber das ist ja nicht unser Ziel. Solange wir den Thron beschützen, ist es ja egal.
Och, wie süß. Und zum Glück ist Elliwood ausgewichen, ey. Ich fände das schon wieder so richtig nice, wenn er nicht ausgewichen wäre. Cool, du hast 3 abgezogen. Aber immerhin ist er ja schon eingeschläfert, dass er nicht angreifen kann. Schon ausgewichen, Raven. Ja, ob er die noch bekommt? Also ein Level Up bekommt er noch bestimmt. Und nochmal 6 abgezogen. Boah, da muss ganz schön was über sich ergehen. Ja. Also, soll ich dazu noch was sagen? Dorcas, weich aus. So ein schönes Licht, ey. Dorcas, du bist... Toll. Und es ist natürlich super, dass ich da vergessen habe, das auszurüsten. Naja, egal. Ich habe schon mir das geplant, wie ich das jetzt mache. Du stehst mir unheimlich im Weg. Naja, egal, kann ich jetzt nichts machen. Oh Mann, ehrlich gesagt regen mich diese blöden usitianischen Ritter auf. Oh, und ich bin froh, dass der ausgewichen ist. Gut, ich muss jetzt aber mit einem Fernangriff machen. Oh, und die Verstärkung kommt auch. Ihr habt schon gesehen, ist auch wieder ein Dieb dabei. Heißt, ich muss mich beeilen, um runterzugehen. Ist doch alles nicht so einfach hier. Aber wie gesagt, das finde ich jetzt echt bescheuert. Bin ich jetzt richtig bescheuert, wenn ich das so sagen darf. Weil ich dachte, ich könnte jetzt schön den einen da oben nieten, aber nein, kann ich natürlich nicht. Ich muss noch mal ein drittes Mal den Schlaf abwehren. Also eher behindern mich diese Idioten, als dass sie mir helfen würden. Ja, Silberlanze, weg damit. Schön hieß. Und vor allen Dingen wegen diesem blöden Schwertmeister da mit seinem Schnitter da. Kritschnitter, da habe ich da keinen Bock. Deshalb gehe ich lieber dahin. Und eine Zwingachse erhalten, cool. Wofür ich die brauche, keine Ahnung. Könnte er mich schon angreifen? Ja, könnte er. Aber ich habe eher Angst vor ihm hier. Oh, Nosferatu sogar. So, dann killen wir erstmal mit ihm hier den hier, damit unser... der eine da nichts zu befürchten hat. Nosferatu, tschüss. Mit 1 KP wiederhergestellt. So, dann darf mal Lynn mit ihrem Meisterbogen den hier ausschalten. Oder den hier. Ja, schalt den aus. Ist gerne kritten können. Naja, egal. Ja, nice. So, dann geht er hier runter. Du hast keine Fernwaffe, aber egal. Aber du hast eine. Dann kannst du mal den hier umnieten. Dein Wurfball. Ja. Auch wenn die hier sich vorkommen, als seien sie die Größten, sind sie aber nicht. Wie immer eigentlich. Panzerbrecher, tschüss. Oh, ich muss mal aufpassen hier vor diesem ekelhaften Schwertmeister. Aber gut, ich denke mal auch nicht, dass er Hector killen wird. Vor allem, wenn er jetzt nochmal ein Level abbekommt. Aber man sollte vorsichtig sein. Nee, kommt er nicht. Nie im Leben. Nie im Leben. So, Florina. Dann darfst du mal den hier umnieten mit deiner Meisterlanze. Oder reicht auch Stahlschwert? Ja, reicht auch aus. Schung. Und gleich noch einmal. Schung. So, dann ist der Schamane was für Elliwood. Und seiner Stahllanze. Ich finde, er sieht schon geil aus, irgendwie als so ein Kavallerieritter. Aber. Leute, ist das immer viel zu spät. Naja, aber dafür ist er schon Level 6. Das ist auch schon. Und das ist ein schönes Level Up, wenn ich das so sagen kann. So, dann darf sich Matthew um den hier kümmern mit seinem. Oder nee. Matthew, der soll mit nach unten gehen. Da kommt der bestimmt hin, ne? Mit seinem blöden Schnitter. Wie viel kann er sich denn bewegen? 6, 1. Man kann da über die Säulen, ja, kann er. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier. Okay, ja, kommt er hin. Kommt er hin.
Okay, dann soll er mal hier hinstellen und sich vielleicht eventuell angreifen lassen. So, dann ist für Rebecca der hier ein leichtes. Ja, die hat, glaube ich, auch nur noch vor zu kritten. Finde ich aber gut, Rebecca. Nur nicht, dass du den 1 KP nicht Erfahrungspunkt bekommen hast. Und für Erk ist der hier, ja, selbstverständlich ein leichtes. Nehmen wir Feuer. Ja, nehmen wir Feuer. Ja, pff, von mir aus. So geht's natürlich auch. Ja, von mir aus. Ja, macht, wie gesagt, was ihr für richtig haltet. So, Hawkeye. So. Ja, dann kann mal Weide. Aber Weide hat was zum Angreifen. Ja, hat sie, ne? Ja, Stahllanze. Dann soll sie mal mit hier die Wand hier aufbrechen. Rittertod. Ja, Stahllanze. Brauchen wir nämlich nicht hier die Tür dazu öffnen. Ja, du gehst dahin. Und unser dicker Ritter kommt auch nochmal hier mit. Du nimmst dir die Stahl. Ja, ist eigentlich egal. Nimm die Stahllanze. Irgendwie nicht bewegt. Ach so, Merlinus. Ja. Du. Ob wie süß. Null Schaden. Aber 34%ige Crit-Chance. Das ist natürlich brutal. Und der sogar überlebt. Egal. Ich muss, wie gesagt, auf den Dieb achten. Oh, Luna. Schick. Aber ausgewichen. Schade. Ach, wie süß. Er ist so süß. Oh mein Gott, ey. Daneben. Und jetzt hoffe ich nur, dass mit dieser blöden Sche. Oh, der geht da lang? Okay. Weich aus, Raven. Weich aus. Weich aus. Weich aus. Weich aus. Oh, das. Toll. Jetzt müssen sie alle schlafen. Oh, wird das eine Genugtuung sein, wenn ich ihn endlich killen darf? Und das wird auch gleich der Fall sein. Duck, 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 du. Und noch ein Dieb. Ist klar, ne? Du. Wird Zeit, dass wir mit Matthew schnell nach vorne kommen. Weil er soll diese letzte Truhe hier öffnen. So, ja, wie machen wir das? Matthew, könntest du sogar. Was haben die so? Die haben eine Giftlanze. Die haben beide Giftlanzen. Das ist natürlich weniger toll. Er kommt nicht hin. Okay, Matthew. Geht jetzt auf dein Konto. Schnitter. Ah, es wäre schön, wenn du krittest, weil wenn du nicht tust, dann muss ich den wohl heilen. Ja, komm, dann machen wir einfach purgativ. Aber Matthew enttäuscht mich nicht. Er macht seine Sache par excellence. Und das finde ich gut. Sehr schön, Matthew. Vielleicht machst du dich. Ich hatte ja eigentlich nicht vor, dich im finalen Team mitzunehmen, aber wenn du deine Sache so gut machst, dann wer weiß. Vielleicht könnte man da drüber reden. So, mit der Stahllanze werden wir jetzt erstmal den hier ausnocken. Es regt mich nur auf, wie gesagt, dass die noch schlafen. Mal gucken, wie lange die noch schlafen. Raven und Dorcas. Das regt mich echt auf, dass ich es vergessen habe, diesen Erneuerungsstab mitzunehmen. Ja, 4 Runden, alter Schwede. Und er noch 3. Oh mein Gott. Glanz. Ja, macht ihn weg. Oder, ja, Sarah, du sollst ihn wegmachen. Dankeschön. Und Sarah ist ja so stark, so geschickt, die weicht, denke ich mal, das auch aus, wenn diese mit ihrer blöden Giftlanze da kommen. Dödem. Und Waffenlevel erhöht, auch nice. Wie hast du da jetzt eigentlich? B. Oh, ist eigentlich nicht schlecht. So, dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt erstmal diese Wand hier auf mit der Stahllanze. So, dann kann Legold die erste Truhe öffnen mit einem Draco-Schild. Das ist nice. Da können wir schön von irgendjemand die Verteidigung erhöhen. So, dann soll mal Lynn sich gleich mal um den hier kümmern, wenn ich den hier aus der Gefahrenzone gestellt habe. Oder wäre es eigentlich... ja, doch, Lynn hat es verdient. Am besten dann noch mit dem Meisterbogen. Oh, 47 kritische Chance. Das ist auch wieder richtig heftig. Bei der Bio. Boah, und sie ist Level 10. Das ist nicht schlecht.
Aber die ist nämlich gut, weil Lynn wird definitiv schon im Finale da drin stehen. Deshalb ist das ziemlich gut. So, du nimmst das, das Wurfbeil. Hawkeye, du darfst gar nichts machen. Eliwood kommt nach vorne. Mit seiner Stahllanze. Florina, du kommst nicht nach vorne. Ja, ich würde sagen, du gehst mal dahin. Ich glaube nämlich, hier kommt nochmal so ein Druidentyp. Genauso wie Rebecca, die kann ja auch mal mitgehen zur Verstärkung. Und Erk geht hier runter. Ja. Sane, du gehst auch mit nach unten. Verstehst du ja von selbst. So, je mehr wir die eindrücken, desto besser. Und ich habe auch keine Sorge, hier zum Beispiel kommt keine Verstärkung. Oder auch aus diesen Treppen hier, da bin ich ziemlich froh drüber. Du. Autsch. Mit 19! Mit 19! Ja, ich sag mal zu wieder nichts zu meinem Glück. Ich sag dazu nichts. Daneben. Warum hättest du gerade eben nicht ausweichen können, Sarah? Ja, dann macht der Crit jetzt auch nichts mehr. Ich immer mit meinem Glück. Das ist echt nicht wahr. Ach, wenigstens weichst du aus, Matthew. Aber, ja. Okay, die können ruhig die Tür öffnen, das macht mir nichts gut. Ich meine, da kommt zwar auch bei der Verstärkung und wenn unser toller Dorcas da noch schläft, ist das weniger gut. So, ich würde jetzt auch mal sagen, ich werde Dining mal anlocken hier mit unserem Yeez. Weil den soll auch wahrscheinlich Eliwood killen, weil der gibt natürlich auch wieder schöne Erfahrungspunkte. Boah, alle sind am Vergiften hier. Alle müssen sich mit dem Gift hier rumplagen. So, du gehst dahin. So, dann Eliwood, killst du mal den hier mit deiner Stahllanze. Silberlanze hast du ja noch nicht. Und ich denke mal, die wirst du auch nicht benutzen, eine Silberlanze. Dafür ist die Zeit zu knapp. Aber wenn du die alle killst mit der Stahllanze, dann reicht das auch aus. Ja, Schwertlevel braucht er ja nicht mehr. Na, wobei, wäre eigentlich auch noch gut, Schwertlevel. Du. Da kommt jetzt auch keiner, ne? Ja, ich wollte schon sagen. Das fände ich ja noch schöner. So, Florina, ich habe es mir anders überlegt. Du kommst doch hier mit lang. Und er geht dann hier lang. Weil sie brauche ich ja mit unter. Wegen einer bestimmten Sache, die wir wahrscheinlich erst im nächsten Part uns anschauen werden. So, der kommt bis dahin. Das heißt, Dining. Das heißt, Hector stellt sich dahin. Oder, nee, stimmt. Du gehst mal zu Dorcas hin. Für den Fall der Fälle. Genauso wie höchstwahrscheinlich Sane. So, Lynn geht nach unten. Genauso wie unser Druide. Ja, ihr bleibt hier. Schön in diesem Raum hier eingesperrt. Nein, eingesperrt seid ihr nicht. Und die vorletzte Truhe. Ein Schneejuwel. Das können wir auch wieder schön verkaufen. So, ja, du bleibst hier erstmal noch, würde ich sagen. Und dann passt es mal wieder. Dies ist eine Nachricht von Lord Nergal. Ich erwarte euch auf der Insel des Grauens. Tschüss, ositianischer Ritter. das war eher weniger gut. Oh, jetzt meint ihr, ihn zu beschützen? Lächerlich. Einfach lächerlich. Ja, wie gesagt, ich denke, bald werden sind alle ositianischen Ritter tot. Und ich hab's gewusst, da kommen welche. Aber es sind ja nur Ritter, also kommen. Ah, der hat aber noch seinen Bogen ausgerüstet, ne? Moment mal, wie lang schläft er denn noch? Wenn er eine Runde schläft, dann... Ja, okay. Dann habe ich eigentlich wenig Sorgen. Ach komm, ich habe wenig Sorgen. Was haben die denn so? Wahrscheinlich Giftlanzen, ne? Ja. Ja, komm, da brauche ich keinen. Nee, da brauche ich keinen. So, Meister Axt. Tschüss. Da lässt sich Hector nicht zweimal drum bitten. So, Eliwood, hau den Dining weg. Mit deinem, Oh, den killst du sogar gar nicht. Da müssen wir ihn irgendwie schwächen. Und das funktioniert auch nicht so wirklich.
23. Der Meister ist mir nicht so gut. Okay, dann nehmen wir die die Silberlanze. Und zum Glück krittet er nicht. Gut, die 28 sollte er doch schaffen. So, dann soll er sich mal um den hier kümmern. Stahllanze. Tschüss. Schön durch die Brust rein. Und wieder eine Level Up. So, du gehst hier entlang. Und dann würde ich sagen, passt das alles. Ja, das passt alles. So, Eliwood, schaffst du das vielleicht noch? Komm, Eliwood, du krittest. Yes! Eliwood, du bist geil. Dies ist eine Nachricht von Lord Nergal. Sehr schön, Eliwood. Finde ich gut. So, ist doch ein perfekter Moment, um den Part zu beenden. Also, euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss. Oh yeah.